hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Cyrus the Virus hat seinen Renault Magnum Integral gehabt, der für die 1,47. Schauen wir uns mal an, was ihr alles schon mit dabei ist, was ihr alles machen könnt. Und ja, mal wieder was anderes, außer wie MAN, ne? Haben wir in den Tagen recht viel. So, also der Standard-LKW bleibt natürlich. Wir haben 4x2, wir haben von 390 bis 560 PS, war damals, da ging was auf dem Berg. Und 12-gängige Retarder hier, ne? Wir haben Interieur, sieht so aus, original, ne? Integral, obwohl ich mich jetzt gar nicht festlegen möchte, ob das die Original-Integral-Interieur war. Ich weiß nicht genau. Könnte auch vom Premium gewesen sein, aber ist ja auch wurscht jetzt. Ich will mich noch nicht ganz fest. Wenn ihr es wisst, dürft ihr das natürlich gerne kommentieren. Ansonsten werde ich doch nochmal Dr. Google befragen müssen. So, Lackierung. Ihr habt natürlich von bis alles hier mit dabei. Das heißt, ihr könnt hier dementsprechend jede Farbe hier nutzen, was ihr wollt. Auch hier zum Beispiel die ganzen Lackierungen, die gehen hier, die funktionieren hier und sieht erstmal alles soweit ganz okay. Standardfarben auch, alles mit dabei. So, was haben wir denn noch? Anbauparts haben wir natürlich noch ein bisschen mit dabei. Wir haben den Spoiler, wir haben hier Rundumleuchte, wir haben hier noch, Moment, plupp, wir haben auch die große Rundumleuchte, wir haben hier vorne die Positionsleuchten, das bleibt gleich. Hier würde ich jetzt hier mal kurz zur Sonnenblende noch mal eingehen, weil die dann natürlich nicht ganz kompatibel ist. Ja, doch, geht schon. Ah, doch, geht. Mit den Lampen sieht halt ein bisschen spooky aus. Muss man auch sagen. Check. So ist was besser. Sonst sieht man die Lampen nicht. Und dann habt ihr jetzt hier in der Mitte noch den Slot für den in den Spiegel. Ne? Den brauchst du. Ansonsten habt ihr natürlich noch Plastik und Lights. Habt ihr noch die so kleine Lollis mit dran. Nehmen wir mit. Flaggen-DLC. Hm. Oh. Haben wir, glaube ich, letztes Mal schon diskutiert. Viele nutzen die schon gar nicht mehr. Ne? Oder der eine oder andere nutzt die nicht mehr. Ja, ist Geschmackssache. Ne? Bäcker Accessory Mod geht hier natürlich ganz genauso. Wenn ihr Sizzle Interieur Add-on nutzt, das könnt ihr hier auch nach wie vor nutzen. Ne? So, dann haben wir hier noch diverse Schriftzüge, die ihr dann hier nutzen könnt. Ne? Das zieht sich runter von Magnum, Integral, alles mit an Bord hier. Auch ein bisschen groß und kleine Schrift. Tolle Geschichte hier. Also, wenn ihr da was Passendes braucht, hier werdet ihr fündig. Ne? So, dann was haben wir noch? Oversize Load, klar, für Schwerlast, wenn ihr wollt, müsst ihr nicht, könnt ihr. Farbig und lackiert. Wir haben hier noch ein paar Standard STS Bügel. Kann man auch nutzen. Ihr habt hier noch ein TER Logo. Die Warning Flaggen kennt man aus dem ATS. Wie schon gesagt, gut, wenn ihr dann schwer Last fahren wollt damit. Ne? Ansonsten habt ihr noch Add-on Lights. Das heißt für euch, hier könnt ihr, wenn ihr wollt, dementsprechend nochmal irgendwas hinkleben. Ich mache jetzt hier zum Beispiel mal mein Limitchen. Ja, da passt gar nicht hin. Guck, ist nicht kompatibel. Hier auch nicht wahrscheinlich. Nee, da ist dann zu weit drin. Und dann außen auch nicht. Nee, geht nicht. Das passt gar nicht. Vielleicht der kleine? Das Small? Nee, passt auch nicht. Schade. Schade, schade, schade. Hätte gedacht, der passt. Gut, dann passt das nicht. Dann könnt ihr aber dafür hier ganz normal diese Lampen hier nutzen. Ich mache das jetzt einfach mal so. Passt schon. Aber das könnt ihr selber machen. Dann hier nochmal ein Schutzgitter vor den Lampen. Kann man machen, muss man nicht. Hier gibt es dann auch immer die Variante. 4 Lampen. Wo sind sie? Ich hätte gedacht, da gibt es mal 4 Lampen. Warte, ich mal 4 Lampen mit dabei. Egal. Ja, da sind sie. Genau, lass mal so. Bügel mit dabei ist von STS. Und dann hier lackiert. Ja. Dann habt ihr hier noch den Schmutzlappen. Der ist ein bisschen versteckt. Könnte man noch ein bisschen weiter nach unten bauen. Aber es ist halt so mit dabei. Ansonsten, das bleibt Auspuff von Lange. Hier habt ihr noch einen Schutz. Hier habt ihr noch rote Tanks. Chromtanks, Stahl. Oder rot finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Sieht gut aus. Reifen und Felgen sind hier schon mit dabei. Ja. Und dann im Interieur könnt ihr natürlich, wenn ihr wollt, ich auch noch ein bisschen was machen. Wie schon gesagt, Sizzles Interieur ist kompatibel, genau wie das vor Bäcker sein Gedöns. Hier, das klappt auch. Hier habt ihr noch so einen Sonnenschutz. Das ist der Spiegel. Hier habt ihr noch die Gardinen. Die würde dann so aussehen. Hier habt ihr dann Slots. Könnt ihr ein bisschen Zeug reinbauen. Das ist aber, glaube ich, klar. Das Flaggen-DLC bleibt. Hier habt ihr Navi. Navi brauchen wir fast. Aber ich war da nicht eins mit dabei. Muss man schon gucken. Nee, war nicht. Doch, hier seid, sag ich doch. Ihr habt da verschiedene Navigationsgeräte mit an Bord. Hier habt ihr dann Slots, könnt ihr hier noch ein bisschen was hinbauen. Lenkrad bleibt auch original. Wir haben hier noch die Möglichkeit, es bleibt auch. Chromspiegel, es bleibt. Slots haben wir schon. Also alles, was ihr hier von STS habt oder dementsprechend von Volley, müsste eigentlich hier gehen. Aber hier haben wir dann keine Slots mehr. Hier, Gardinen sind dann original. Wie die hier von außen, sieht man dann die auch. Ne? Sieht gut aus. Also man kann ein bisschen was basteln. Und ja, aber jetzt schauen wir uns den mal im Spiel dann genau an. So, also wir sind im Spiel. Da haben wir hier unser Informationsdashboard. Das finde ich immer ganz schick, dass das hier so da ist. Da könnt ihr ein bisschen rumklicken, wie viel Tank das er noch hat, wie weit kommt er noch und. Alles mit dabei hier. Ansonsten sieht es erstmal soweit gar nicht so schlecht aus hier, das Ganze. Ihr habt natürlich.
Ist auch ein Soundmod mit dabei. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus, oder? So, nach vorne fahren. So, zack. Scheibe, wie sieht's aus hier? Wenn wir gerade da stehen, da seht ihr das eigentlich ganz gut, dass das eigentlich funktioniert. Auch im Interieur sieht ihr das hier das nochmal. Das funktioniert. Also hier geht auf Deutsch gesagt alles. Ne? Da brauchen wir nichts sagen, nicht meckern. Der hat Power. Und auch einen guten Sound. Uiuiui. Das klappt. Dann haben wir Lichttest. Klar, das muss auch noch mit. Lichttest muss mit. Check. So, also wir haben hier Standlicht. Sieht man hier die Lollis nochmal. Unter dem Fahrerhaus ist alles luftgefedert. Hier diese Positionsleuchten, die fand ich schon immer hübsch. Fand ich immer gut. Abblendlicht, Fernlicht, alles mit dabei hier. Und finde ich, sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, oder? Damit kann man doch arbeiten. Vorausgesetzt, man steht so aufs ältere Kisten hier, auch logisch, ne? So. Genau, Interieurlicht haben wir keins. Wir haben zwar hier diese weißen Lampen, die hier schon mit dabei sind, aber ja, leuchtet halt einfach so auf, ne? Ansonsten, Trailerkabel funktioniert natürlich ganz genauso. Die sehen wir dann hier nochmal ganz kurz. Hier. Ja, die bewegen sich auch, da brauche ich eigentlich keinen großen Test machen mit dem Trailer. Also das klappt, hat in der letzten Version schon funktioniert. Also richtig schönes kleines Update hier für den Renault Integral, alte Kiste aus, was weiß ich, was ist ein Jahrgang, ich weiß schon gar nicht mehr, irgendwas in den 90ern. Und sieht auch wirklich richtig noch gut aus. Ne? Steht gut im Schuh, wie man so schön sagt. Klasse. Und wenn ihr jetzt Bock habt auf Integral, dann dürft ihr das euch gerne machen. Einfach downloaden das Ganze hier, das Ganze, den ganzen Hobel hier. Und dann könnt ihr einfach mal eine Runde testen und fahren. Wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr das natürlich gerne machen. Einfach kommentieren. Ansonsten immer einen Daumen da lassen. Abo für den Kanal nicht vergessen. Die Glocke drücken. Und dann wünsche ich euch wie immer eine nette Fahrt. Macht's gut. Bis bald. Und tschüss.